So, hi Leute, willkommen zurück zu Dust and Elysian Tale. Und ich habe gerade gar keine Ahnung, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Voll gut. Hauen wir einfach mal ein paar Typen platt. Das ist immer gut. Weil Typen wollen Liebe haben. So Zombie-Typen. Schau hier, wie ich sie lieb habe. Ganz einfach. So, aber ich glaube, wir müssen zurück, weil wir hatten... Ach stimmt, wir hatten alle vier Teile zusammen. Wir müssen jetzt zu Amma zurück. Und einmal hier. Und ein bisschen Stäubchen in die Luft schmeißen. So. Ach ja. So läuft das. Huch. Lass mich in Ruhe, blöde Bienen. So, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wo da unten ein Schatz sein soll. Da oben geht's auch nochmal irgendwo hin. Diamanten. So. Zack. Ja, und an Sachen hochklettern, das geht inzwischen. Das ist kein Problem mehr. Hey. Ich weiß, ich hab dich auch lieb, aber, ne? Wir müssen jetzt nicht kuscheln. Das ist schon okay, wenn wir das weglassen. Ich meine, nicht beim ersten Date. Kette zerbrochen. Nein. So. So, bitte sag mir, dass ich hier richtig bin. Ja. Hier geht's zurück, glaube ich. Ah, Level up. Okay, dann schauen wir gleich mal. Nehmen wir mehr HP oder nehmen wir mehr Verteidigung? Nehmen wir mehr HP. HP sind immer gut. So. Dankeschön. So. Dann wir nach rechts. Okay, das haben wir schon geschafft. Ich gehe jetzt noch irgendwo raus wieder. Oder irgendwo anders hin. Der ist geplatzt. Das haben die ab und zu mal. Dann machen die einfach Boom und weg sind sie. So. Wo ist Fidget? Fidget schläft gar nicht. Was ist hier los? Okay, aber die Sorgenwiese haben wir dann fast abgeschossen. Da unten war das Ding. Okay. Nein. Ach komm. So. Geh weg. Geht alle einfach weg. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Hol, halt. So, und hier nach links. Und dann gehen wir nochmal zurück. Zu dem. Na. Dem anderen Ding, zu den Freunden, die da im Kerker eingesperrt sind. Ich glaube, die hatten wir nämlich noch nicht geholt. Sehe ich das richtig? Wie viel Schlüssel habe ich denn? Ich guck mal schnell nach. Ganz frech. Ja, das sollten wir genau. So, ey. Sag mal. Nicht einfach ausweichen, das ist feige. Das macht man nicht. Kommt ihr denn alle her? Wohnt ihr hier etwa? Einmal vom Wind nach oben pusten lassen. Fidget bläst jetzt auch ein paar Dinger runter hier. Pip. Oh ja. Höhlen. Achso, genau, das ist hier der Trennpunkt. Ich muss dann da nach oben. Ich erinnere mich, glaube ich. So, du gehst mal weg. So, mal schauen, was wir jetzt hier für einen alten Freund finden. Oder einen neuen Freund, wir werden sehen. So, die einmal noch wegräumen, dass wir hier ins nächste Gebiet kommen.
War das da schon oder war es oben drüber? Ich glaube, das war oben drüber. Die sind auch nervig. Vor allem, wenn sie halt dann dodgen, wenn sie ausweichen. Das ist... Das geht gar nicht. Ausweichen ist voll unfair. Ah, doch hier. So. Ey. Ich versuche hier gerade an einem Grabstein zu trauern, ja? Lass mich mal hier in Ruhe machen. Mich bang. Ich finde das hier echt hübsch. Schwarz-Weiß, könnten wir jetzt hier bei Steamboat Willie sein, könnten wir eine Mickey Maus befreien. Mal gucken. Und wer kommt raus? Hey. Wer ist das? Kenn ich nicht, der hat einen Kettensägenarm. Der ist total cool, ich will den spielen. Ich meine, weiß ich nicht, wo der raus ist. Wahrscheinlich auch aus irgendeinem Indie-Game oder sowas, so wie hier Meat Boy und so weiter. Also falls einer weiß, welches Spiel das ist oder wer das ist, lasst es mich gerne wissen. Wieso? Ich muss nicht alle glatt machen. Genau, ich muss nicht alle platt machen. Können wir uns das ein bisschen sparen. Ich versuche hier auch mal ein bisschen abzukürzen, um ein bisschen schneller voranzukommen. Ne? So halt ein bisschen praktisch denken. Dornen! Großmütterchen! Ich habe es geschafft. Alright, Cora. I found your four keepsakes. Now will you please explain what's going on here? Oh, this painting and the ring. My goodness. I'm sorry, Dust. You see, these were my husband's. Many long years ago, this was my home. You lived here? Whoa, you must have been loaded. But wait, if you lived here, why wouldn't you move all the way outside Aurora and into that tiny shack of yours? It makes no sense! When my husband died, the estate fell into disrepair. All the servants abandoned us in a single night. My husband, you see, was not the most pleasant of people to be around. And then, of course, there was the source of his money. What did he do? He was something of a war profiteer. He would give the King's General information about Moonblood sympathizers and receive money in return. Our friends, our family. Nobody was safe from his treachery. Let me guess, that general's name was Gaius. Why, yes. How did you know? Just a pattern I've been noticing is all. So wait, you're saying that demon we've been seeing is... My husband, Cain. His rage has consumed him. And now he is trapped in this place, consuming the souls of wayward travelers to become ever more powerful. With my own life drawing to a close, I knew it was time to put things right. But I fear had you not come along, I would not have been able to find these items and free him. So, what do we do now? You've got your four what's-its. Is that it? Please tell me that's it. Will these keepsakes quell his anger? They are meant to remind him of all the good things he left behind. Rage will become regret. And that will be the time to strike. Wait, strike? Strike? You mean we need to fight that thing? Is there no other way, Ara? Unfortunately, no. The power of those keepsakes will weaken Cain's rage. But we must sever the demon from Cain's spiritual form. Continue attacking him and the connection should break. Then I can cast the demon back into the darkness once more. Prepare yourself, Dust. Oh, und es geht gleich los. Na dann, viel Spaß. Au!
Entschuldigen Sie bitte, ist Ihnen aufgefallen, dass das wehtut? Falls ja, dann sage ich nichts. Dann ist... Okay, 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 okay. Ich habe schon verstanden. Du willst Liebe. Aber nicht mit mir. Oh, hat der gerade Fidget gefressen? Hey, was machst du mit Fidget? Du Arsch. Moment, wir brauchen schnell ein anderes Heil-Item. Irgendwas Stärkeres. So. Hilfe! So, ein bisschen totgelähmt. Aber egal. Das ist der Ballast-Style. Yo, 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 in the house. Oh, da ist der Geist von dem Mann. Hold, Dust. His state has calmed. The rage that consumed him has been driven back into the darkness. Cora? Cora, is that you? Yes, Kane. Yes, it's me. Is it done? Have you come back to us? Oh, Cora, I have done such terrible things. I betrayed my friends, turned them over to General Gaius for money and power. My life, this mansion, everything I ever owned was bought with the blood of those I loved. It's okay, my love. I know everything. That is why I left you. But I have come to help you set things right once again. I am so sorry, Cora. I should have trusted you. I should have told you. I thought you would abandon me. I thought the one good thing I ever had would leave me to die alone. I'm here now, my love, and I will never leave you again. And you, Robe One, you helped drive that demonic presence away. I owe you a debt of thanks that I fear can never be truly repaid. Actually, you can repay that debt right now. You worked with General Gaius, and I aim to drive him from these lands. I was told you may know something that could help me find him. Well, that's easy. Simply go where there are Moonbloods. Their last remaining encampment is hidden far to the north. If General Gaius knew where it was, he would personally lead the charge to wipe it off the map. Do you know where this hidden camp is? Nobody does except for the Moonbloods and... But no, that's impossible. What? What? There was a village of Moonblood sympathizers in the mountains. I revealed their location to General Gaius. Everyone was supposed to be killed, but before I died, I remember hearing that a survivor had escaped to Aurora. Ginger? You're talking about Ginger? I'm afraid that's all I know. If you can find this Ginger, perhaps you will find your Moonbloods. From there, you only need wait for the General to find you. Then we better hurry, Dust. Ginger's already got a head start on us. But what about the barrier? The work of the demon that imprisoned me, no doubt. With your twin souls, it likely did not want you to leave this valley before it could devour you. Twin souls? What are you talking about? You did not know? You possess a rare gift. Two souls joined as one. Never have I seen it before. Ara, what does he mean? I... Soon, Dust. Very soon, all of this will be explained. Come, we can discuss this later. We must hurry if we are to find Ginger and learn the location of this Moonblood camp. You're right, but we can't just leave Cora here. That's all right, dearie. I've not the strength to return home. And I would rather spend my final hours catching up with my dear husband by my side. I cannot thank you enough, Dust. You've done more for us than I could possibly have asked for. I knew there was something special about you the moment I laid eyes on you. Thanks seem a paltry thing to offer in return for the deeds you have done here today. But they are all I have to give. I do hope you are able to find your friend in time, and that General Gaius is made to pay for his crimes against this world. Then farewell, my friends. Good luck to the two of you, in this life and the next. Dust, reality check.
Did we just exorcise a demon from beyond the pale? That we did. Hopefully the two of them finally find some semblance of peace. Anyway, let's get moving. We've got a lot of ground to cover. Hey, Leveler. So, und damit haben wir das nächste Stück erledigt. Reden wir nochmal mit Kane. Thank you, Dust. You must stop General Gaius, no matter what the cost. Das hatte ich vor, mein Freund. Das hatte ich vor. Gut, dann schauen wir mal. Level up hieß es gerade. Dann hauen wir hier mal einen noch auf Verteidigung rein. 2, 4, 6, 2, 4, 6, okay. Dann sind wir wieder auf unserem normalen Pfad der Gerechtigkeit. Thank you for all of your help. Don't worry about me. I'll stay here by my husband's side. Und sie bleibt zurück, um hier zu sterben. So, mal Hotdog. Warte mal. Meister Händler, Meister Lampe hier. So, the great traitor has finally found everlasting peace. The great traitor? You're talking about Cain? My kind does not utter his name. His actions ended many innocent lives, and while his spirit may be absolved now, we remember only his life and the tragedy it wrought. He seemed truly remorseful for his actions. Perhaps he was. Perhaps we were to accept his remorse. This would not bring my family back. Let us not dwell on his wicked actions any more than we must. Very well. Ja, so, das war also Kane. Schauen wir mal, hast du irgendwas anständiges da? Nein. Habe ich da irgendwas? Wahrscheinlich schon. Habe ich Materialien, die du noch nicht hast? Die ich dir verschachern kann. Wie viel fehlt ihm eigentlich noch? Ah, fünf Materialien gibt's noch. Ha, die werde ich wahrscheinlich woanders dann kriegen. Ja, ja, danke, danke, danke. Freut mich, dass du gerne mit mir Handel betreibst. Irgendeiner muss ja dafür sorgen, dass du ein bisschen was zum Verkaufen hast, ne? Nein! Egal, haben wir wenigstens ein bisschen Licht. So. Alles kaputt hauen. Also diese Feuer-Explodierviecher sind ziemlich nervig. Die mag ich gar nicht. So. Gut schön. Gehen wir hier rüber und... Ey, du hast ja gar keinen Kopf mehr. So, geh mal weg. Danke. Sehr gütig von ihm, ne? Dass er das auch macht, wenn ich das sag. Könnten die anderen alle noch was von lernen. Yep, schauen wir noch was. Jetzt wäre ich fast an die Stacheln gesprungen. Einmal durch die Luft geflogen. Fast. So, jetzt müsste hier irgendwo noch Gustav sein, oder wie er hieß. Nein, er ist nicht Gustav, der ist anders. Aber egal. Der hat es bestimmt gesehen, so, ey, das Portal ist ja jetzt offen, wir können jetzt hier durch. Voll episch. Afghastin, genau. See, I just knew standing around here would pay off. That barrier couldn't take it anymore and just shattered. Good work, Afghastin. I knew I could count on you. Are you heading up the mountain? This is a long way up.
But the old road was blocked off ages ago, so you don't have much choice. Don't worry about us. You stay here and guard these rocks. I'll take it as a personal challenge. You and me, Dust, we're gonna save the world. Ja, ich kümmere mich um das Weltretten und du ist Tierwache. So machen wir es. Oder was meinst du? So, okay, ist irgendwo unten drunter durch. Und dann hier irgendwo hoch. Und da ist eine Kiste, die wir erstmal aufmachen. Nein, links oben, alles oben. So. Das ist die Kiste. Ist schon sehr schön. Und raus hier. Kapitel 4. Enthüllung. Oh, ich glaube, jetzt lernen wir, wer das eigentlich ist. So, aber das würde ich sagen, schauen wir beim nächsten Mal weiter an, wie es weitergeht. Und bis dahin. Ciao, Leute.